Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Ultimate Box von Anonym. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ultimate von Anonym, das Ganze am 15. Mai erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das zweite Album von Anonym. Wir haben hier eine schwarze Box. Bevor wir starten, werden wir mal die Folie erledigen. Und dann schauen wir uns das Ganze an. So, also wir haben hier eine schwarze Box in einem ziemlich gängigen Format, also ein Standard-Box-Format. Hier oben lesen wir Universal Music präsentiert, Ultimate, und dann haben wir hier die typische Maske von Anonym. Und diese Maske setzt sich hier zusammen aus zahlreichen Wörtern. Also hier lesen wir unter anderem sehr oft Ultimate, Lost, Cortez. Also ich glaube, wenn ich es jetzt richtig deute, sind das einzelne Tracks. Also die Trackliste ist hier eingearbeitet worden in dieses Cover und ergeben dann eben in Summe diese Maske. Darunter haben wir dann auch noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Ansonsten hier alles in schwarz. Auf der rechten Seite lesen wir Ultimate, oben schwarz und links Anonym. Auf der Rückseite auch wieder Anonym, Ultimate, dann die Beteiligten. Das Ganze ist erschienen über Universal Music und Chapter 1. Okay, hier ist der Barcode und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, es ist eine Klappbox und wir kommen zum Inhalt. Als erstes haben wir hier das Shirt, dann haben wir das Album an sich. Gut, hier klebt noch was drauf. Das Album, einen Schlüsselanhänger, einen Sticker, eine Autogrammkarte, ein zweiter Sticker und dann haben wir hier noch ein Poster. Von innen die Box in weiß. Es gab auch noch einen zusätzlichen Boxinhalt, den kann ich euch allerdings jetzt nicht zeigen, da ich ihn, wie wir gerade gesehen haben, nicht dabei habe. Und zwar gab es in allen Boxen insgesamt 6 Golden Tickets. Also in 6 dieser Boxen gab es ein goldenes Ticket und mit diesem hatte man ein Meet and Greet gewonnen mit Anonym. Ich habe keines, wie ihr seht. Eventuell, wenn ihr das bei euch in der Box vorfindet, dann habt ihr gewonnen. So, wir starten immer mit dem Album an sich. Wir haben hier das Cover, das ident ist mit dem Boxcover. Unten der Verbraucherhinweis allerdings jetzt hier im Eck. Dann haben wir hier noch so einen weißen Rahmen rundum. Und das Ganze kommt hier in einem regulären Jewel Case. So, hier lesen wir auch wieder Anonym Ultimate. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben 18 Tracks und wir haben meines Wissens 6 Features. Und zwar haben wir Features von Samra, Mersat Marashi, Summer Jam, Stresska, Mosh 36 und Sayid. Also es sind genau 6 Features, genau. So, dann hier Anonym, wie immer, auf einem Auto sitzend. Sieht für mich zumindest so aus, als würde hier auf einem Autodach sitzend. Dann hier die Beteiligten und ein Barcode. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal das Booklet an. Als erstes. So, was haben wir hier? Die einzelnen Tracks mit den Infos, wer gefeatured wurde, beziehungsweise wer den Beat produziert hat. Dann Anonym hier vor einem Rolls-Royce. Weitere Fotos mit Rolls-Royce, weitere Tracks. So sieht das aus. Dann hier nochmal Nahaufnahme der Motorhaube. Okay. Und ich glaube, ich habe ihm vorher Unrecht getan. Scheinbar ist er da gar nicht auf einem Auto gesessen, sondern das sieht mir mehr so aus nach so einem Kasten oder sowas. So irgendwie ein Stromkasten oder so ein Ding hier auf der Straße, Telefonzelle, so irgendwas. Ja. Ich glaube, das war das Foto. So, dann hier nochmal mit Mantel eine Danksagung. Und dann haben wir hier noch
die Labels und hier gibt es dann noch die Credits. Jawohl, das war das Booklet. Wir kommen zur Album-CD. Auch hier auf der Album-CD haben wir natürlich diese Maske abgebildet. Packen wir wieder rein. Als nächstes kommen wir zur Autogrammkarte. Die sieht so aus, ist im Hochformat und jetzt sehen wir es nochmal besser. Es ist tatsächlich hier eine Telefonzelle, wie vermutet. Hier oben dann mit weißem Stift anonym unterschrieben. Rückseite blank weiß. Dann kommen wir zum Poster. Das Poster im Querformat und hier das Bild, das wir auch schon aus dem Booklet kennen. Und zwar hier anonym an diesen Rolls-Royce gelehnt. So sieht das aus. Weißer Wagen. Ansonsten hier recht düster das Bild, also schwarzer Himmel. Und auf der Rückseite haben wir nichts. Also die Rückseite ist blank weiß. Einseitig bedrucktes Poster im Querformat. So, dann packen wir das Ganze wieder zusammen. Und kommen zu den beiden nächsten Inhalten. Wir haben hier zwei Sticker mit dabei. Einmal hier quadratisch das Cover. Und nochmal das Cover, allerdings hier kreisförmig. Also kann man hier den rauslösen und dann hat man es hier kreisförmig, den Sticker. Also zwei Sticker gesamt. Ein Schlüsselanhänger ist mit dabei. So, der Schlüsselanhänger, der wiegt einiges, der ist hier scheinbar aus Metall. Also hier die schwarze Anonymmaske. Ich muss ehrlich sagen, als ich das gesehen habe auf diesen Abbildungen so beim Vorbestellen, hat das für mich so nach Kunststoff, nach Gummi ausgesehen. Ja, jetzt ist es aus Metall, ist natürlich etwas stabiler. Aber wie gesagt, das wiegt echt einiges. Also wenn man das an seinen Schlüsselanhänger ranmacht, dann hat man hier einiges mit rumzuschleppen. Die Maske und ansonsten auch hier die Kette. Und dieser klassische Schlüsselring hier, alles in schwarz. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier ein Shirt mit dabei. Das schauen wir uns mal an. So, wir haben hier ein weißes Shirt. Und auf diesem Shirt, was lesen wir hier? Wir lesen hier einmal Ultimate, dann Anno mit dem C hier, also diesem Copyright-Symbol. Hier unten lesen wir 0511 Records, also das ist so Postleitzahl von Hannover und Umgebung. Und dann lesen wir hier noch Intro, Comeback, Cortez. Ah, okay, das ist auch ungewöhnlich. Man hat hier tatsächlich, doch man kann es sehen, die Tracklist abgedruckt. Also das ist die gesamte Tracklist des Albums. Die hat man hier nochmal auf dem Shirt verewigt, okay. Und hier bei diesem Anno-Schriftzug zieht sich auch noch ein Stacheldraht durch. Auf der Rückseite ist das Shirt in weiß gehalten und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gildan Heavy Cotton in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und hier lesen wir es Made in Haiti. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Die Größe war übrigens nicht frei wählbar, also die war in allen Boxen gleich. Dann haben wir die zwei Sticker, einmal quadratisch, einmal kreisförmig. Das Poster einseitig bedruckt im Querformat. Den Schlüsselanhänger, die Anonymmaske hier in schwarz aus Metall. Die unterschriebene Autogrammkarte im Hochformat mit weißem Stift hier unterschrieben. Und natürlich das Album an sich, Ultimate von Anonym im regulären Jewelcase mit insgesamt 18 Tracks und 6 Features. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Ultimate von Anonym. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box?
schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr anonym unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.